Okay. Hier muss ich hinschauen, hier muss ich hinschauen, dieser Bildschirm. Okay, irgendwo ist da eine Tür, diese Tür hier. Verdammt. Die Tasten sind so ungewohnt. Das Reinzielen mit dieser Waffe. Auch. Hier sind wir richtig. Und hier ist die Tür, die mich killt, glaube ich. Kann ich hier rein? Kein Zugang. Hier kein Zugang. Ich sollte kriechen. Kein Zugang. Hier komme ich hin. Officer O'Brien. Oh boy. Mal schauen, ob sie mich verfolgen. Luftgewehr, 2 Schaden. Uff. Sie verfolgen mich nicht. Wenn ich dann nur eine Granate hätte. Officer O'Brien. Da, 50, 57. Das ist das Ziel meiner Wahl dann. Da könnte ich fast mein Luftgewehr nehmen, wenn die nicht rauskommen. Luftgewehr. Wo schaut sie hin? Ja, und wir fressen schon mehr Schaden. 66, 65, 73 wieder. Die Waffe macht auf jeden Fall nicht den Schaden, den ich brauche. Das kann ich roh auch essen, oder? Das kann ich nur roh essen, glaube ich. Dein Vater hat uns alle verraten. Okay. Ich brauch den hinteren mal tot. Perfekt. Oh, wo kommt die Kakerlake her? Verdammt, viel zu viel verschossen. Na, Flagge fällig. Das ist es nicht wert. Okay, ich push rein. Na Gott sei Dank. Oh yeah, Baby. Nein, falsches Licht. Hier. Verdammt, auf einmal ist das hell hier. Oh. Komm ich hier überhaupt weiter? Was steht da? Ich bin so dumm. Ich bin so dumm einfach. Das steht da. Oh je. Yeah.
Okay, ich brauche einfach Fertigkeitspunkte mal. Schaut schlecht aus hier. Oh boy. Oh, er rennt vor den Kakerlaken davon. Wie süß. Genau mir hinein. Offenweise kleine Kakerlaken. Die wollen schon hin. Hier ist er. Helm, Knüppel. Ich habe ja noch Platz. Und den Mars mit. Beim Zugang. Member. Was Wertvolles? Altmetall. Brauchen wir zurzeit noch nicht. Turpentine brauchen wir auch noch nicht. Ich glaube, das braucht man später für Granaten oder im anderen Spiel. Eins von beiden. Verdammt, ich brauche eine bessere Sitzposition auf jeden Fall. Ich kann mich noch heilen, ich werde irgendwo eine Wasserquelle finden hier drin. Hopp, Kakerlake. Nein, nein. Einen Schläger nehmen wir. Wo? Was zum Teufel? Okay, okay. Verdammt, hat mich das gerade verwirrt. Ich brauche Reparationssachen. Hotkey oben. Mach Messer. In diesem Spiel gar nicht so unpraktisch. Ich dachte, das ist die Wortstaste. Er musste unbedingt abhauen, nicht wahr? Er musste unbedingt alle das Leben schwer machen. Das dumme Kind des Doktors ist hier drüben. Er versucht, die Wall zu verlassen. Er darf nicht entkommen. Ich kann ihn leider nicht rausholen. Altmetall. Ja, es gibt keine Radiostation bei mir in diesem Spiel. Ich sollte alles deaktiviert haben. Ich habe Radio deaktiviert in den Einstellungen. Copyrighted Music. Zu gefährlich. Viel zu gefährlich. Sei vernünftig, Amata. Officer Mac mag das ja gefallen, aber mir gefällt's überhaupt nicht. Sag uns, wo dein Freund ist. Wir müssen mit ihm reden. Ich wusste, dass du früher oder später auftauchen würdest. Komm schon um die Ecke. Wenn er mir erlaubt hat, Amata zu verprügeln, dann stellen sie sich... Officer Mac. Und das mit einem Messer. Krass. Polizeiknüppel. Ja, damit. Und du? Aber er will gar nicht fighten. Gehen wir ihn mal ausrauben zuerst. Was sagt er? Helm, warum nicht? Wir haben Platz. Dafür haben wir auch Platz. Lassen Sie ihn nicht entkommen. Ja, ja. Wenn die viele Leute zu Hilfe kommen. Er war gratis Erfahrung, wenn wir ihn umbringen. Nur Martha war ein bisschen sauer. Die wir sowieso nie wieder sehen. Außer wir kommen wirklich mal zurück.
Ob ich dann noch gerade das Leben hier bekommen. Ich glaube, ich nehme die gratis Erfahrung. Hey, Bro. Ich hoffe, Sie sind hier, um sich zu stellen, junger Mann. Sie haben auch so schon genug Ärger. Machen Sie es nicht noch schlimmer. Natürlich stelle ich mich. Das war ein bedauerlicher Vorfall. Aber wird es Ihren Freund zurückbringen, wenn Sie mich töten? Denken Sie mal kurz nach. Wenn Ihnen das Schicksal Ihrer Mitbewohner wirklich am Herzen liegt, wäre es widersprüchlich, mich zu töten. Ohne Aufseher würde die Vault im Chaos und Desaster untergehen. Das ist doch offensichtlich. Jetzt ergeben Sie sich schon. Wir können alles friedlich lösen. Dass Ihr Vater uns verraten hat, bedeutet ja nicht, dass Sie das ebenfalls tun müssen. Glauben Sie wirklich, ich hätte vor so einer kleinen Rotznase wie Ihnen Angst? Mit Ihrer Sorte hatte ich schon oft zu tun. Es hat mir noch nie etwas ausgemacht, mir die Hände schmutzig zu machen, wenn es nötig war. Jetzt habe ich dich. Ihr Vater war ein Verräter und Feigling. Er boxt. Ist süß. Aber er blockt sogar nicht so schlecht. Ja. Wachen, uff, zu Hilfe! Oh, das war's. Bald haben wir das Level up. Das war wichtig. Für die Erfahrung. Naja. Ach ja, darf man warm behalten. Mit unserer Low Intellect Build. Ich weiß gar nicht, was Glück mir in diesem Spiel bringt. In Fallout New Vegas hat es ziemlich gut gewirkt. Sehr gute Waffen habe ich bekommen. Lebt hier noch etwas? Oh. Warte, ist Erfahrung. Ich schaue komisch aus. Übrigens, die Farben machen doch einen großen Unterschied. Schaut viel besser, viel neuer aus, das Spiel. Mal schauen, wie es draußen ausschaut. Dann werde ich es vielleicht wieder umstellen müssen. Hey, und wer bist du? Oh, sorry, Babe. Mein Gott, was hast du getan? Du hast ihn getötet. Wieso hast du meinen Vater getötet? Nein, das war Selbstmord. Geh. Ah. Ich kann jetzt nicht mit dir reden. Oh. Geh. Ich kann jetzt nicht mit dir reden. Ups. I'll do it again. Kommst du nicht irgendwo noch ein Ambush? Irgendwann zwei oder drei Leute kommen noch zum Fighten, die schwer sein werden. Ja, ich spiele auf der schwierigsten Schwierigkeitsstufe. Das merkt man erst, wenn man einen Roboter Notiz vom Papa. Nein. Die Brille ist nichts wert. Fiedelmann. Okay, schauen wir mal, was Papa sagt. Ich war schon wieder auf dem falschen Bildschirm. Oh, das wird mich so vernichten. Moment, Jonas. Ich muss das zuerst aufnehmen. Ich weiß nicht, wie ich dir das sagen soll. Ich hoffe auf dein Verständnis. Fürchte aber, dass du mir böse sein wirst. Ich habe lange darüber nachgedacht und schließlich beschlossen, dass es für dich besser ist, wenn du es nicht weißt. So viele Dinge hätten schief laufen können. Und es ist wirklich unmöglich abzuschätzen, wie der Aufseher reagieren wird, wenn er es herausfindet. Es ist das Beste, wenn er mir die Schuld an allem geben kann. Natürlich weißt du bereits, dass ich fortgegangen bin. Ich musste es einfach tun. Du bist jetzt erwachsen und kommst gut alleine zurecht. Vielleicht können wir uns eines Tages wiedersehen. Ich kann dir nicht sagen, warum oder wohin ich gegangen bin. Ich will nicht, dass du mir folgst. Wir wissen alle, dass das Leben in der Vault alles andere als perfekt ist. Aber zumindest bist du hier sicher. Allein dieser Gedanke hält mich am Leben. Ich will ja keinen Stress machen, aber mir wäre wohler, wenn wir das hinter uns bringen würden. Okay, ich bin bereit. Mach's gut. Ich hab dich lieb.
Irgendwo kommen noch welche. Habe ich alles genommen? Ich habe alles genommen. Ich habe es mir gar nicht durchgeschaut. Panikklick. Na, unten sind sie. Im Bunker drin. Das ist zu viel zum Lesen. Nein. Oh, verdammt. Das ist doch kein Lesen, Fru. Ein Permadeath. Da wird weniger gelesen, mehr geschossen. Und leider auch nicht gequicksaved. Das geht einfach nicht. Ich brauche Stealth Criticals. Ah, nur eine Lake. Ich glaube, meine Farben schauen viel besser aus als im Spiel drinnen. Ich habe mein eigenes Reshade gemacht. Shade City Babe. Okay. Kommt jetzt nicht eine Party? Bin viel zu paranoid jetzt schon. Da ist meine Party. Oder? Oh. Ja, ich schaff das doch das ganze Spiel ohne zu sterben. Easy. Locker. Locker. Von hinten kommen die Typen. Eröffnet die Wohntür. Holt den Aufseher. Diese Tür muss geöffnet werden. Sofort. Du hast sie tatsächlich geöffnet. Martha wäre auch gratis Erfahrung. Gut, du gehst. Ich schätze, du hast versucht, mir zu helfen, aber du hättest ihn nicht töten müssen. Hm. Mein Vater hat es verdient zu sterben. Er war ein Mörder, so wie ich. Deswegen hat er es verdient. Das sagst du. Vielleicht kann ich dir eines Tages vergeben. Aber das dauert sicherlich noch ein Weilchen. Ich hoffe, du musst niemals erfahren, wie es ist, mit ansehen zu müssen, wie dein eigener Vater vor deinen Augen umgebracht wird. Nein, hör nicht auf mich. Geh, geh einfach. Such deinen Vater. Ich muss meinen jetzt begraben. Nein, das kann ich nicht. Nicht mit dir. Nicht jetzt. Du gehst jetzt besser, bevor ich es mir anders überlege und dich nicht gehen lasse. Da ist er ja, dass du früher oder und sie rennt weg. Officer Wolf, Officer Linkin Park. Nein, diese Wunde ist noch zu offen. Verdammt. Nein, das war der. Das war das Miserables. Perfekt gecircled. Wohin rennst du? Warum rennst du weg? Warum rennst du weg? Du hättest nicht versuchen sollen, abzuhauen. Er hat sich in die Ecke gebracht. Nicht der schlauste Move. Was ist denn das für eine Kamera? Uff. Es gibt einen Block. Ich bin kein Blocking-Fan. Ein kleines Spiel. Das ist nicht in die Haut. Das war noch nicht alles, da kommt noch mehr. Ich hatte keine PP. So. Ich hab noch Blatz, ich hab noch Blatz. Ah, oh, das fängt doch schon gut an.
Das fängt doch schon gut an. So gefällt mir das. Diese Leiche müsste ich noch bergen können. Okay. Dann halt keine Leiche für mich bergen. Borgen. Amata. Amata. Haarklammern. Nein, zu schwer. Wo bist du, Amata? Ich hab's immer schade gefunden, dass man sie nicht mit rausnehmen kann. Oder später abholen. Ich weiß, dass es dann noch eine Quest ganz zum Schluss später gibt, die man machen kann, glaube ich. Aber Amata ist Begleiterin mit rauszunehmen, wäre cool gewesen, wenn sie das später eingeführt haben. Vielleicht gibt es einen Mord. Ah, hier ist Wolf. Warte, hier haben wir ihn getötet, oder? Ich bin verwirrt. Amato. Kann nicht laufen übrigens. Ich hätte sie ja mir mit einer Mod installieren können. Ich weiß, wie das geht, danke. Ich stehe noch immer auf dem falschen Bildschirm. Oh, guter Anfang. Steamworks. Amata. Wo ist sie denn? Was macht sie denn? Was glaubt sie? Wer sind die? Ah! Ich weiß, wo ich bin. Okay. Da spielt schon jetzt schon die ganzen Leute herum. Okay. Amata ist abgehauen. Sie wusste schon, was sie erwarten würde. Und ich bin mir noch immer nicht auf. Bitte geh einfach. Ich habe alles gesagt, was ich zu sagen hatte. Ja. Immer meinen Knüppel gespürt. Das war nicht sehr nett. Er hat es recht gemeint. Bewusstlos. Ach. Wach. Okay, mal schauen, wie alles draußen ausschaut. Muss niesen. Das ist eigentlich kein Hardcore-Modus, ich habe noch nichts aktivieren können. Boah. Okay. Ja, ich glaube, da muss ich noch was umstellen. Ich kann ja nicht Start drücken. Level erhöht. Gleich. Sprengstoff auf 25. Wo ist reparieren? Reparieren. Oh, das wird ein langer Weg. Das wird ein langer Weg. Okay. Special. Okay, schauen wir mal, ob ich mir das... Ich kann noch immer nicht Start drücken, verdammt Spiel. Nein, nein, das muss offen bleiben. Hier, nicht richtig mit meinen Tasten. Filter. Voll okay. Nein, hier Vorkorrektur. So schaut es in echt bei mir gerade aus. Das ist schon zu viel. Das ist auch schon zu viel. Also hier so Kontrast kann ich so lassen. Sättigung. Uff.
Es wird mehr Grünfilter sein, ich kann es ganz weiß schalten. Minus 20. Aber das schaut gar nicht schlecht aus. Finde ich. Jetzt schaut es ein bisschen blasser aus als farblich. Schaut mir nach einem Wasteland aus. Oh, jetzt. Okay, ich muss jetzt aufpassen, dass ich niemanden zu gefährlichen reinrenne und auch keine Minen. Hier haben wir ein kleines Dorf zum Looten und dann ab nach Good Springs. Was sagt die Karte? Weltkarte. Good Springs, nach rechts um die Ecke. Hier war noch ein kleines Dorf, das wir looten zuerst. Ich schätze, dass mein Game automatisch speichert, wenn ich selber nicht speichern kann. Was für ein Permadeath-Let's Play jetzt auch nicht so dumm ist. Okay, oben. Gott. Minen werden richtig gefährlich sein. Danke für diese Mail. Warum bringt mir der Postbote sowas nie? Überhaupt so auf meinem Bildschirm sehe ich gerade gar nichts, was Minen anbelangt. Das heißt, das wird richtig gefährlich für mich. Kronkorken nehmen wir. Alles klar, Bro. Okay. Habe ich ja schon gesagt, dass ich das Spiel gerne auf meinem PC spielen würde, mit Mods. Glaube ich gar nicht, dass ich das schon gesagt habe. Aber nach wirklich 3 bis 4 Stunden habe ich es einfach nicht zum Laufen bekommen. Und so viele Sachen probiert. So viele Sachen. Alles für nichts. Coca-Cola. Ich drücke die ganze Zeit die R2-Taste. Weil ich weiß, dass das Minen entdeckt. Müll. Ich nehme diese Stadt durch, dann gehe durch. Diese Stadt durch, dann gehe ich nach. Ich nuke Drone. Nein. Gigadron. Verdammt. Die Stadt, die man nukt halt. Und da höre ich auch kein Atmosphären-Audio. Ist das die Schule da drüben? Da müsste ich fast Abstand halten. Das ist schon zu gefährlich, zu heiß. Machen wir ein ohne Alkohol Let's Play. Das ist die Schule, oder? Wen haben wir hier? Ein Auto. Ganz gefährlich, ganz tödlich, sehr explosiv. Bierkasten. Brief von Vortec. Viel Spaß damit. Ich glaube, das brauche ich gar nicht anschauen. Okay. Meine kleine Ranch. Da kennen wir wen drin. Ich habe den Krieg nie befürwortet, außer als Mittel zum Frieden. Wer zum Teufel sind Sie denn? Woher sind Sie gekommen? Hat Moriarty Sie geschickt? Die Stimme Amerikas. Okay. Ich muss jetzt eine schwere Entscheidung treffen. Will ich gut oder böse sein? Naja. Ich mache einfach was mittendrin. Colin Moriarty. Der Besitzer von Moriarty Saloon in Megaton. Dieser Drecksack ist überzeugt, dass ich ein verrückter Junkie bin und ihm Geld gestohlen habe. Hören Sie, ich weiß nicht, wer Sie sind. Ich gebe Ihnen doch nicht einfach meine gesamten Ersparnisse.
Hören Sie, es belastet mich sehr, womit ich mein Geld verdient habe, klar? Ich nehme das Psycho, um meine Erinnerungen loszuwerden. Wofür halten Sie sich, dass Sie ein Urteil über mich sprechen? Sagen Sie Moriarty, dass er sich seine verdammten Kronkorken sonst wohin stecken soll. Sie bekommen von mir überhaupt nichts. Haben Sie mich verstanden? Nicht das Geringste. Was haben wir denn hier? Sie hat den ersten guten Schuss losbekommen auf mich. Schneller Abzugsfinger. Ja. Verdammt, ist richtig. Wie viele Bloods haben wir? Zu wenig für... Oh, haben wir das Psycho. Oh, tschüss. Chilling. Serpentin haben wir... Gibt's wirklich? Radius aus, oder? Man hört nichts. Dann habe ich schon mal Copyright-Probleme. Ja. Ich muss mir nochmal die Einstellung durchschauen nach diesem Part. Schauen, ob wirklich alles läuft. Wie es laufen sollte, irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass alles perfektens läuft. So viele Troubleshootings bei diesem Let's Play. Krass, einfach krass. Ich wollte nur ein bisschen Fallout spielen. Aber nein. Das ist doch alles gutes Zeug. Karma verloren. Ja, ich ringe das Karma. Ah. Okay. Wenn wir raus, dann kriegen wir nochmal einen Automatisch-Speicher. Und dann muss ich mit der PlayStation-Taste beenden anscheinend. Oder so. Ja. Peace out. Ich teste mal ein paar Sachen.